mit Begriffen umzugehen, ohne es zu übertreiben und überhaupt es zu wissen, dass man Begriffe verwendet, dass man nicht mit an sich haftiger Wirklichkeit jongliert, sondern mit Bildern und dass sich da doch ein Wahrheitsanspruch ergibt, der mehr im Performativen liegt, ist zeitlebens ein großes Thema deines Denkens geblieben. 1994 etwa die Schröder-Festschrift im Netz der Begriffe, wo du einer der Herausgeber warst, und die zweite Festschrift für Schröder, das Andere des Begriffs. Beide Titel stammen von dir, von deiner sprachlichen Virtuosität. Und diese Virtuosität in der Sprache überschreitet dann bald auch das akademische Denken im engeren Sinne. Du hast auch immer schon in den Feuilletons der großen Zeitungen mitgewirkt. Und ich habe ja, als ich den Titel gesucht habe für meine biografische Betrachtung, mich erinnert an meinen Lieblingstitel, nämlich über den Sonntag als Tag der sanften Anarchie. Da merkt man schon im Titel, dass da sich ein ganz weites, weitmachendes und befreiendes Verständnis von Sabbat, Sonntag ergibt, nämlich der Tag der Zweckfreiheit, Zweckfreiheit, der Zweckbindestrichlosigkeit, was auch mit dem Aufgeben von den Üblichen und den Bildern zu tun hat. Auf deine Anregungen gehen wichtige geisteswissenschaftliche Debatten in der breiteren intellektuellen Öffentlichkeit zurück. Die durch dich in der Wochenzeitung Die Zeit angestoßene Diskussion über George Steiners These über die reale Gegenwart von transzendenzlosem und doch transzendierendem Sinn auf der einen Seite und Hans Bildings Gegenposition in seinem monumentalen Werk Bild und Kult führten zu einer regen Diskussion. Hans Bellings These vom unterscheidbaren Kult- und Kunstzeitalter wird von ihm dann auch verändert, nicht revidiert, aber verändert in das echte Bild 2005 oder schon 1998 in das unsichtbare Meisterwerk. Weiter hast du den Hinblick auf die Diskussion der monotheismuskritischen Thesen des Ägyptologen Jan Assmann und vor allem auch seine dann eher epigonalen Rezeption zu Wort gemeldet und einige wichtige Differenzierungen eingeführt, zunächst unter dem Terminus jüdischer Aufklärung und dann auf Anregung von Johann Baptist Metzin von der Unterscheidung zwischen einem usurpatorischen und einem privativen Monotheismus. Der usurpatorische Monotheismus krallt sich gleichsam das, was er für Gott hält, und baut sich daraus seine Bilder oder auch seine feierliche Theologie. Der privative Monotheismus zeichnet sich dadurch aus, dass er ablässt von einer Ablatio versucht. Und dann, ich zitiere Meister Eckhart: "Ich behaupte, es ist der Seele und vollkommen zu werden in dieser Weise sogar nötiger, dass sie Gott einbüße als die Kreatur. Immerhin, es muss alles verloren sein. Der Seele bestehen muss sein auf einem freien Nichts. Das ist ja auch einzig Gottes Absicht, dass die Seele ihren Gott verliere. Denn solange sie einen Gott hat, Gott erkennt, von Gott weiß, solange ist sie getrennt von Gott." Es ist konsequent dann, dass du ein Sammelband herausgibst: Bilderverbot, die Sichtbarkeit des Unsichtbaren, in dem nicht nur wichtige Philosophen und Theologen wie etwa Gerhard Larscher, Willi Oehlmüller und Alex Stock publiziert haben, sondern auch Hans Belting und Gottfried Böhm. Hans Belting war übrigens auch einer deiner Gutachter in der Lobungskommission für dich. Als wesentliche Diskussionsbeispiel für eine kritische Öffentlichkeit sind auch noch deine religionspädagogischen Thesen über Konfessionalität des Religionsunterrichts und die Opfertheorie von René Girard. Etwas ganz Wichtiges war, das hat der Studiendekan schon angemerkt, die Auseinandersetzung mit LER, der Bundesverband
Verfassungsgericht stellen. Ohne eine solche verfassungsgerichtliche Klärung gäbe es vielleicht nicht mehr so selbstverständlich Theologie an den Universitäten, wenn es um die Lehrerbildung geht. Ganz wichtig, 1999 für die Verbreitung deines Stils von unselbstverständlich machen des Selbstverständlichen im Philosophieren und im Interpretieren dann aus der Theologie heraus, ist im Reklam-Verlag erschienen 1999 ein Roman, Die Mädchen der Lehrer und der liebe Gott, der auf meisterhafte Weise Nachdenklichkeit über das Wesen des Katholizismus und zugleich über das Wesen des Bilderverbotes erzeugt, an Lessing anknüpft und entsprechende interreligiöse Reflexionen enthält. Thomas Menges hat dazu auch noch eine Arbeitshilfe für den Religionsunterricht geschrieben. Ich habe den mehrmals als Hausarbeit vergeben schon. Und ich weiß nicht mehr genau, ob ich mich richtig erinnere, ins Englische wurde übersetzt und ins Koreanische, stimmt das? Polnische, ah ja, gut. Und der Roman erlebt gerade eine Neuauflage. Um das Gesamtbild mit seiner Auseinandersetzung mit dem Gottesbild zu vervollkommnen, noch ein Hinweis zu unserer Silberhochzeit: hat Eckhard Nordhofen, meine Frau und mir, eine moderne Ikone geschenkt, die er selbst gemalt hat. Wir freuen uns alljährlich auf die neue Weihnachtslithografie, die die Menschwelt um Gottes verhüllend enthüllt und enthüllend verhüllt. Dieses Thema deute ich nur an, weil er als Maler einen anderen Namen hat, den ich nicht verrate. Noch einmal und abschließend zum Tag der sanften Anarchie. Für die Theologie ist der Hinweis auf die Totalitarismusgefährdung von Denken über Gott, Mensch, Universum und andere wichtige Dinge ganz wichtig. Theologie warnt vor einem totalitären, aber subjektlosen Funktionalismus, der alle Lebensbereiche nur unter dem Nutzenkalkül betrachtet. Aus ihm springt die urmonotheistische Theorie des Sabbats, des Tags ohne Arbeit und Nutzen, den Tag heraus, der als Tag des Herrn eine Oase gegen den Funktionalismus bildet, den Tag der sanften Anarchie. Nordhofen hat seine administrativen kirchlichen Ämter immer so versehen, dass von seiner Tätigkeit auch inhaltliche Impulse nicht nur für die Religionspädagogik ausgehen. Wenn er mit dem heutigen Tag seine Lehrtätigkeit an unserer Universität beendet, kann ich mir nicht vorstellen, dass er zu denken, zu reden und zu schreiben aufhört. Sich darauf besser zu konzentrieren, so hat er mir versichert, ist seine Absicht. Bevor du jetzt also deine Abschiedsvorlesung hältst, noch etwas zum Wachwerden der Adrenalin ansammeln. Isan Jung,